einmal Chauffeurfahrt ins Weserstadion. Kutscher, bitte. An den Osterdeich. So ist es, exakt. Sag mal, so oft bist du nicht hier, ne, in Bremen? Ein, zweimal im Jahr. Also dieses Jahr wirklich zweimal. Ich war mit den Bayern hier. Natürlich. Und jetzt mit Dortmund, ja. So ist das, wenn man eigentlich nur für die Spitzenspiele nur noch engagiert wird. Nein, dann ist ja, Bremen nicht mehr ganz so Bremen weit oben. Bremen ist immer eine Reise wert, so viel kann ich sagen. Ich war gerne in Bremen. Jetzt 90 Minuten Bremen-Dortmund, das ist ja auch irre, was du so über die Saison leisten musst. 577 Spieler circa haben wir in der Liga. Kennst du die alle ja, auswendig? Die meisten, ja, doch, die meisten, ja. Die meisten, ja. Also jetzt am Ende der Saison muss ich eigentlich alle kennen. Also sonst hätte ich irgendwas falsch gemacht, ehrlicherweise. Wie gut kennst du denn jetzt die Bremer? Wie gut hast du dich vorbereitet? Das interessiert bestimmt jetzt auch alle Werder-Fans. Gut, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut vorbereitet, das kann ich schon mal sagen. Sehr, sehr gut vorbereitet. Das heißt, du kennst auch schon die kurzfristigen Ausfälle. Zwei Gelbgesperrte haben wir heute. Ja, das stimmt. Kainz, Bargfrede. Ja, stimmt. Delaney kehrt zurück. Die zentrale, alles entscheidende Frage wird sein, taktisch Dreierkette oder Viererkette. Ich glaube, er macht es mit Vieren, weil die drei hat er in der Hinrunde gestellt beim Aufeinandertreffen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber er hat es eigentlich nur gemacht wegen Aubameyang. Der ist jetzt nicht mehr da, also brauchst den Gedanken nicht. Aber vielleicht hat er eine andere Idee und wir werden sehen. Aber ich bin auf alles vorbereitet. Das ist so das Schwierige. Du bist eigentlich nie fertig mit der Vorbereitung für ein Fußballspiel, weil du kannst immer noch mehr erfahren und noch mehr erfahren und noch mehr erfahren. Du musst dann halt irgendwann den Punkt setzen. Also der Anspruch ist es, alles zu wissen, aber das ist eben die Illusion und diese Illusion ist der Antrieb. Sag mal, imponiert dir denn auch die Art und Weise, wie Florian Kohfeldt auch in diesen Abstiegsfußball am Anfang gegangen ist, dass er sagt, Ballbesitzfußball, mutig, offensiv? Total. Also das finde ich das eigentlich Beeindruckende. Früher oder ein arrivierter Trainer oder erfahrener Trainer sagt als erstes, wir müssen jetzt hier sämtliche defensiven Ressourcen bündeln, stellen uns hinten rein und müssen erstmal zu Null spielen. Er sagt sehr klar, das ist nicht meine Idee vom Fußball. Meine Idee vom Fußball ist, und das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei Christian Titz in Hamburg, auch wenn man das hier eigentlich nicht sagen darf oder möglicherweise nicht so gerne hört. Aber sie sind überzeugt von ihrer Art des Fußballs und lassen das, nehmen die Mannschaft da auch mit, lassen das auch die Leute spüren. Und auf Sicht, glaube ich, ist das Erfolgsmodell. Und dann kannst du auch sagen, es hat Perspektive über den Abstiegskampf hinaus. Und das finde ich faszinierend. Max Kruse ist auch ein Spieler, der vielleicht den Unterschied macht, dem aber auch eine freie Rolle gewährt. Ja, ist das auch wichtig, dass er sich auch frei bewegen darf? Ich glaube, dass Max Kruse der beste Fußballer ist, den es in Bremen gibt. Und das ist halt so ein Pflänzchen, das du halt auch gießen musst, dem du gewisse Freiheiten geben musst. Und wenn er dann von diesem jungen Trainer überzeugt ist, dann ist er als Führungsspieler auch mitgenommen. Das, was auch wiederum wichtig ist für den Trainer. Weil junge Trainer müssen ja immer mit Überzeugung arbeiten. Also sie müssen Aha-Effekte schaffen. Und zwar bei jungen Spielern, da fällt es ein bisschen leichter. Aber vor allen Dingen auch bei arrivierten Spielern. Jetzt sind wir fast schon da. Ne? Wir bringen Wolf Fuß, der kommentiert heute das Spiel, ins Stadion. Wir fahren auch gleich wieder hoch. Er versucht's. Wir wollen die Trauben nicht zu hoch. Danke. Dankeschön, jetzt sind wir fast an den Ordnern gescheitert. Wie gehst du heute in so ein Spiel? Bei Werder kann man sagen, vielleicht etwas die Luft raus, da kann nichts mehr passieren. Dortmund muss ein bisschen Gas geben, um die Champions League noch perfekt zu machen. Das ist eigentlich so das eigentliche Thema. Für Werder geht es darum, eine gute Saison letztlich auch gut abzuschließen und nicht den guten Gesamteindruck hinten raus zu verwässern. Und Dortmund spielt um echte Kohle, echte Gefühle, echte Liebe. Da geht es um die großen europäischen Fleischtöpfe. Und hier geht es um 100% Werder. So, wir sind am Ende der Fahrt am Weserstadion angelangt. Wolfi, du hast dir schon mal Zeit genommen, ein paar Autogrammkarten zu unterschreiben für unsere Fans. Die hast du ja tatsächlich. Ja, man glaubt es nicht. Ne? Man glaubt es nicht. Hatte ich auch überrascht, ne? Ja, ganz schön. Jetzt hier mit einem wirklichen Star-Kommentator. Kult-Kommentator. Kein Kult-Kommentator, bitte nicht. So, die nehme ich dir jetzt mal mit, denn die könnt ihr gewinnen. Und zwar, wenn ihr einfach unter dieses Video kommentiert, warum gerade ihr eine Autogrammkarte von Wolf Christoph Fuß haben wollt. In dem Sinne, wie heißt das so schön? Bleib im Sport. So sieht's aus. Bis gleich. Ciao.